Algorithmus von Kruskal, der ist also noch deutlich älter als der von Tarjan von 1956. Der liegt jetzt, bevor ich überhaupt irgendwie was mache, sortiere ich die Kanten dem Gewicht entsprechend in aufsteigender Reihenfolge. Ja, also da braucht man beispielsweise das Sortieren als Hilfsroutine. Dann initialisiere ich die Knoten als einelementige grüne Bäume. Das heißt, ich würde die jetzt auch grün markieren. Beispielsweise, wenn ich das mit dieser Färbung erhalten möchte. Ja, und dann durchlaufe ich die sortierten Kanten der Reihe nach und wende folgende Färbungsschritte an. Liegen beide Endknoten der Kante in demselben grünen Baum, dann färben wir sie rot. Ja? Das heißt, wir müssen jetzt nicht aufwendig irgendwie einen Kreis suchen. Das kriegen wir natürlich sozusagen, wenn wir bei so einem einfachen Graph als Mensch da drauf schauen, relativ einfach hin. Sondern wir legen jetzt hier die Reihenfolge fest durch diese sortierte Folge der Kanten. Gucke mir jetzt einfach an, sind die beiden Knoten schon im gleichen grünen Baum? Ja, und wenn das der Fall ist, dann färbe ich die Kante rot, weil dann brauche ich sie nicht, dann sind die Knoten schon miteinander verbunden. Ja, und wenn die noch in unterschiedlichen Bäumen liegen, dann färbe ich sie grün. Nehmen wir jetzt beispielsweise diese Situation, ich habe jetzt hier keine Gewichte dran geschrieben. Ja, das ist sozusagen die nächste Kante, die jetzt dran wäre, entsprechend der Reihenfolge in dem Algorithmus. Wir haben bereits verbunden, hier fehlt noch irgendwie eine rote Färbung, eine grüne Färbung, die jetzt hier grün markiert sind. Ja, die sind schon miteinander verbunden, die Kanten sind schon grün gefärbt. Ja, und ich würde jetzt in dem Fall hier, wenn ich diese Kante auswähle, würde ich feststellen, okay, ja, die Knoten hier liegen schon im gleichen grünen Baum. Bezogen auf den Färbungsalgorithmus könnte ich jetzt hier beispielsweise so einen Kreis identifizieren, wie wir das eben gemacht haben, ja, der noch keine rote Kante enthält. Und ich würde jetzt diese Kante rot einfärben. In dem Fall, wenn ich jetzt diese Kante betrachte, ja, wo die beiden Endknoten der Kante in unterschiedlichen Bäumen liegen, einmal hier in dem Baum, einmal in dem Baum, ja, da hätte ich einen Schnitt identifiziert. Ja, beispielsweise das wäre jetzt irgendwie ein Schnitt. Ja, wenn ich sozusagen in aufsteigender Reihenfolge durchgehe, ja, also aufsteigend bezüglich des Kantengewichtes, ja, und diese Kante hier auswähle, ja, und diese Kanten, die anderen Kanten auf dem Schnitt, alle noch ungefärbt sind, dann wird diese Kante nur dann sozusagen als nächstes betrachtet, wenn deren Gewicht kleiner ist als dieses Gewicht, als dieses Gewicht, als dieses Gewicht und dieses Gewicht. Ja, das ergibt sozusagen die aufsteigend sortierte Reihenfolge der Kanten. Und damit wäre das auch die richtige Anwendung der grünen Regel. Ja, ich hätte einen Schnitt zwischen diesen beiden oder über diese Kanten hinweg und ich würde in dem Fall halt diese Kante grün einfärben. Ja, das heißt, auch hier, das wäre nichts anderes als die Anwendung der Färbungsregel in unserem generischen Algorithmus. Ja, und gucken wir uns das an einem Beispiel an. Ich würde jetzt alle Knoten grün einfärben. Das heißt, ich hätte jetzt hier einen Wald von grünen Bäumen, bestehend jeweils nur aus einem Knoten. Ja, und jetzt gehe ich die in aufsteigender Reihenfolge der Kanten durch. Ja, als nächstes würde ich jetzt hier, oder als allererstes würde ich mir diese Kante angucken, Kante 1. Ich sehe, okay, die beiden Knoten liegen in unterschiedlichen Bäumen und ich würde die grün einfärben. Als nächstes würde ich die Kante 2 auswählen. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Ja, auch die liegen in unterschiedlichen Bäumen und auch die würde ich grün einfärben. Als nächstes die Kante 3. Ja, auch die liegen in unterschiedlichen Bäumen. Ich würde sie grün einfärben. Als nächstes die Kante 4. Ja, auch die liegen noch in unterschiedlichen Bäumen. Ich würde sie auch grün einfärben. Kante 5. Ja, die ist jetzt beispielsweise, da liegen die Knoten schon in ein und demselben Baum. Das heißt, die würde ich rot einfärben. Kante 6, ja, auch unterschiedliche Bäume, würde ich auch grün einfärben. Und so weiter und so fort. Kante 7,
unterschiedliche Bäume wird grün eingefärbt werden. Kante 8, irgendwann werden wir jetzt nur noch rote anwenden, vermutlich gleich. Genau, eine Kante müssen wir gleich noch grün einfärben. Ja, hier liegen in dem gleichen Baum, würde ich grün einfärben. Nee, rot einfärben, Entschuldigung. Als nächstes die Kante 9. Ja, auch die sind in unterschiedlichen Bäumen, die würde ich grün einfärben. Ja, und jetzt haben wir, glaube ich, nur noch rote Kanten. Kante 10 haben wir schon, wird rot eingefärbt werden. Kante 11 haben wir auch schon, wird auch rot eingefärbt werden. Kante 13 haben wir auch schon, wird auch rot eingefärbt werden. Und Kante 14 und 15 genauso. Ja, würden beide rot eingefärbt werden. Und das Gewicht ist wieder 32. So, was brauchen wir dafür an Aufwand? Das gucken wir uns noch ganz kurz an. Ich habe hier einmal den Aufwand für das Sortieren. Ja, das kriegen wir irgendwie in O von Kanten. Das heißt, wir hätten da, ich schreibe das ja meistens so, Anzahl der Knoten ist N, Anzahl der Kanten ist M. Da hätten wir M mal Log M für Sortieren. Was wir hier brauchen, das schreibe ich vielleicht nochmal hier hin, weil eine Implementierung für das Verfahren von Kruskal. Da haben wir ja diese Situation, dass wir diese grünen Kanten da vereinigen müssen. Das heißt, da brauchen wir gewisse Operationen auf dieser Knotenmenge. Also wir bräuchten irgendwie erforderliche Operationen. Sowas. Und zwar, was wir da, was uns das liefern müsste, Feind von V. V ist ein Knoten. Und wir müssen ja identifizieren, ob jetzt zwei Knoten zu einem und demselben Baum gehören. Das heißt, Feind von V liefern uns den Namen, ich schreibe das mal hin, als des grünen Baumes. Zu dem der Knoten V gehört. Und ich bräuchte eine Operation, sowas, Union UV. Die vereinigt zwei grüner Bäume, Vereinigung zweier grüner Bäume zu einem und initial vielleicht sowas hier wie MakeSetV, ja, sozusagen die initiale Markierung der Knoten mit dieser grünen Farbe. Das heißt, wenn wir das über so Mengenoperationen machen, erzeugt einen nur aus V bestehenden auf die Implementierung jetzt, sagen wir, von zugrunde liegenden Datenstrukturen will ich jetzt nicht näher eingehen. Das kriegt man hin in O von 1 Zeit durch verzeigerte Strukturen. Das kriege ich hin in O von log n.
Ich gebe gleich nochmal einen Hinweis, wo man das, oder in dem Common können Sie das nachlesen. Und wenn ich das sozusagen als Grundlage nehme, auch das kriege ich irgendwie in O von 1 Zeit hin. Wenn wir das als Grundlage nehmen, dann ist der Aufwand wie folgt. Das hatten wir eben schon hier, das macht O von M log M. Ja, das ist hier eine Schleife, das ist O von N. Diese Schleife hier, ja, wo ich sozusagen diese initialen Mengen anlege oder diese initialen grünen Knoten. Ja, und hier habe ich im Prinzip O von M. Ja, das ist sozusagen hier die Schleife über alle Kanten, ja, aufsteigend ausgewählt. Und dann sozusagen der Aufwand, der innerhalb der Schleife besteht hier. Ja, da haben wir diese Union-Operation. Auch da kriege ich dann, hatte ich eben gesagt, log m hin. Das heißt, wir haben einen Gesamtaufwand von m log m.